Hallo Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt doch Peters Schwert geholt. Ich habe im Internet gelesen, wie krass die sein soll. Ich habe das mit ein bisschen jetzt schon ausprobiert. Ich stimme dem zu. Auf den ersten Schein ist diese Waffe gar nicht mal so gut, weil man sieht es hier schon. 107 plus 44, also 152 Schaden habe, mache ich jetzt. Das ist gar nicht mal so gut, wenn man das mit meiner Startwaffe vergleicht, die macht 275. Also würde man denken, ist doppelt so stark. Allerdings ist das Moveset dieser Waffe extrem geil, weil es schwingt so schnell wie ein Kurzschwert, aber hat die Range eines Langschwerts. Finde ich ziemlich geil. Und es hat 100 Heiligeffekt. Also wenn man den Heiligeffekt auslöst, dann schlägt so ein Blitz von oben ein und man macht Bonusschaden. Und das kommt ziemlich schnell bei normalen Gegnern. Wie das bei Bossen ist, weiß ich nicht. Aber werden wir rausfinden. Und dieses Schwert wiegt nicht viel. Das heißt, wir können einen dicken Schild tragen. Von zweihändige Waffenführung bin ich jetzt weggegangen, weil das andere sind ja Langschwerter. Und dann kann ich hier diese schnelle Angriffsbewegung gar nicht richtig nutzen. Deswegen gehe ich jetzt auf einen dicken Schild. Das ist der vom dritten Hauptboss. Von diesem Typ auf dem Pferd. Den finde ich ziemlich geil. Also 70% physisch, fast 60% heilig und Feuer und Schwächung und Stabilität ist auch über 70. Und ja, dann habe ich noch den Charakter dann ein bisschen umgeskillt, weil Peters Waffe macht nur heilig Schaden, das heißt, ich brauche nicht mehr so viel Stärke. Ich habe jetzt 25 Stärke gelassen, weil ich so viel für den Schild brauche. Und dann strahlen die Punkte, die ich dann in Stärke gespart habe, habe ich dann in Strahlen investiert. Und ich habe jetzt noch so einen Anhänger bei dem Priester da gekauft, der verstärkt heilig Schaden. Und ja, dann werden wir heute Spaß haben. Und mir ist hier was aufgefallen. Der Typ ist weg. Und da liegt ein Item. Mal gucken. Stormunds Nachricht. Eine kurze Nachricht des Hauptmanns der Fidelis, geschrieben auf zerrissenem Pergament. Das Ziel von Stormunds Reise wird durch einen Satz angedeutet, in dem von der Glockentür am Pilgersitz die Rede ist. Das ist die Tür, die wir schon mal geöffnet haben, wo man auf die Nase bekommt. Okay. Ah, Moment. Ich wollte noch was machen, das habe ich nämlich auch gesehen. Und zwar, der Typ hat Level 3 Steine auf einmal in Angebot. Kaufen wir alle mal. Weil dann können wir Peters Schwert auf Stufe 3 machen. Weil normale Waffen werden anscheinend auf plus 10 aufgewertet und Bosswaffen auf plus 5. Ah, you again. Ne, ich will nichts kaufen, ich will aufwerten. Ich habe jetzt 6 Steine. Dann kann ich auch meinen Talisman aufwerten, ne? Der braucht nur 2. Der braucht 3, der Schild. Wird dann noch stärker, finde ich gut. Mal gucken, ob es auch in diesem Spiel dann 100% Blockschilde irgendwann gibt. Ich hätte noch diesen hier machen können. Den habe ich auch schon aufgewertet. Den finde ich nicht so hübsch, um ehrlich zu sein. Und die Runeneffekte von denen hier sind ganz cool. Da habe ich eine Rune drin, die mir eine kleine Gesundheitsregeneration gibt. So. Aber so, wo haben wir das Peters Schwert? Braucht 4 Steine. Ja, machen wir mal. Ah, auf plus 4 kriege ich die mit 8 Steinen. Ja, auf plus 5 dann den Megastein dann, ne? Das ist dann die letzte Aufwertung. Okay. Spare ich jetzt auf das... Nee, wir machen den Talisman auch. Den ziehen wir hinterher. Ja, für das Schild habe ich leider jetzt keine Steine mehr, aber die wird man finden. Wenn man... Man kann auch hier bei... Bei ihr kann man mittlerweile Level 1 und Level 2 unendlich nachkaufen. Und wenn wir einen gewissen Punkt ins Spiel überschreiten, wird das, denke ich, mit Level 3 auch so sein. Finde ich geil. Musst du halt nur farmen und dann kannst du alle Waffen aufwerten. So, und dann gehen wir zu unserem Setzling.
Wir haben ja hier letzte Folge hier diesen vierarmigen Boss besiegt. Und ja, oben wird es weitergehen, aber wir waren unten noch nicht. Und da gehen wir mal heute hin. Mal gucken, was es da noch gibt. Da unten kann man vielleicht auch rein. Von da sind wir gekommen, genau. Solange die Gegner da bleiben, alles gut. Ah, der hat einen Geist. So, weg mit dir. Hier, da hat man diesen Blitz gesehen, der eingeschlagen ist. Und ja, ich brauche nur so zwei, drei Hiebe. Und dann schlägt es ein, wenn das bei Bossen genauso ist. Hammer. Also, ich liebe das Schwert von Design. Ich habe mich auf die Folge spaßeshalber mit so einem Star Wars-Ding angefangen. Wie komme ich da hin? Und es hat echt Ähnlichkeiten damit, ne? Ich liebe es. Wie komme ich zu den Items dahin? Ich habe es in Gebieten, wofür ich überpowered bin, ausprobiert und der Schaden ist halt echt gut. Und hier, diese Gegner sind jetzt auch... Also man macht halt, wenn man zweihändig Waffen führt, mehr Schaden, aber die Defensive leidet darunter und das merkt man jetzt schon hier deutlich. Ich will mal gucken hier gerade, ob hier irgendwie ein Weg ist. Das Item macht mich halt stutzig. Hier, also ich glaube, man erkennt einen Unterschied, dass ich deutlich einfacher mit den Gegnern zurechtkomme. Okay, zu den Items komme ich wahrscheinlich durch den Shortcut. Also diese schnellere Angriffsbewegung ist gut. Und YouTube ist auch voll mit Paladin-Builds, die alle dieses Schwert nutzen, ne? Deswegen habe ich mich jetzt auch dafür entschieden, weil so in der Theorie hörte es sich nicht so geil an. Aber jetzt, nachdem ich es in der Praxis ausprobiert habe, ist es halt geil. Okay. Oh Gott, was da unten ist, gefällt mir nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Ich bin hier ziemlich tief, ne? Ich glaube, wir gehen rüber. Und eine schnellere Angriffsbewegung sorgt auch dafür, wenn ich Energie mir zurückholen muss, dass ich das besser machen kann. Ich bin sowieso nicht der Fan von so Riesenschwertern. Ich habe nämlich so ein Riesenteil nicht benutzt. Klar, das sind so Langschwerter. Die mag ich eigentlich auch. Aber das hier, das ist absolut geil. Das feiere ich ohne Ende. Das werde ich wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels nutzen, wenn nicht irgendwas Überkrasses kommt. Ich finde es schade, dass man die Bosswaffe nur einmal craften kann. Sonst würde ich in Erwägung ziehen, zweihändig Peter Dual Swording zu machen. Weil für die Range, die das Schwert hat, ist das Moveset halt absolut geil. Okay. Ah, da haben sie mich erwischt. Aua, 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 aua! Oh, das war nicht gut. Ja, super. So kann man auch ein Heilkreuz verschwenden. Das war dreckig aus dem Hinterhalt. Okay, dass hier in Umbra Bogenschützen sind, ne? Das ist auch was Neues. Mach die Eier weg, bevor da was Dummes draus schlüpft. Ich habe hier auch drei Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Vielleicht ist da auch einen der Eier gekommen. Oh, hier ist auch was, was ich nicht gesehen habe. Oh,
sehe nichts. Was für eine Liste baut sich da auf? Du bist das. Ah, du hast auch meine Kraft. So, diesmal passe ich auf euch da oben auf. So, geht doch. Neue Rune. Giftheilung. So, was ist das da? Rothea-Bildnis, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Wir können auch mal ein bisschen hier... Ich habe auch den Zauber von Peter Gold mal ausprobieren, wie stark der ist. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist hier strahlende Waffe können wir auch mit Peter Waffe kombinieren. Auch wenn es schon nur Strahlenschaden macht, das verstärkt die Waffe nochmal extrem. Ich habe es im allerersten Gebiet ausprobiert, einfach nur um zu testen. Peters Waffe hat normal mit einem Schlag 200 Schaden gemacht, mit dem Buff 300. Also schätze ich mal, das verstärkt die Waffe um 30%. Autsch. Mann, schlag das. Ah, okay, das lässt sich nicht kaputt schlagen. Aber der Weg teilt sich extrem, ne? Eine Sackgasse habe ich jetzt schon abgearbeitet. Da geht's nach oben. Okay, den Weg da rechts, den muss ich mir mal merken. Wir haben ja den Setzling. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen. So, jetzt können wir mal ausprobieren. Geh mal weg, mach den... weg. Autsch. Da wurde ich fast ein bisschen zu mutig. Hat man vielleicht gemerkt. Aber ich konnte es noch retten. Ah, dafür brauche ich diesen Schlüssel, den mir der Boss aus der letzten Folge gegeben hat. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Ein Schalter. Ja, der lässt das Wasser ab. Ich nehme mal an, in den Hauptraum, wo wir am Anfang waren, ist jetzt auch kein Wasser mehr. Ui, was ist das denn? Was ist das denn? Säge des Adios-Anhängers. Können wir bestimmt irgendwen geben. Und hier können wir uns Umbra-Reste holen. Oh, nicht erstechen, sondern... My friends, I know the journey here was arduous. And that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But
Take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rolgar? Our most holy brothers and sisters born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Mhm. Tolle Ansprache. Da kann ich runter. Ja, mach ich mal. Ist das der Weg, wovon ich gekommen bin? Ja, ne? Ja. Okay, dann schließt sich da der Kreis schon mal. Das war nur, um das Wasser abzulassen. Dann ist es ganz gut, dass ich hier zuerst hingegangen bin. Das ist Zufall, aber... So, jetzt kontrolliere ich mal noch die anderen Wege hier. Falls sich hier irgendwo was verändert hat. Und dann können wir hier noch überprüfen. Wenn ich runtergehe, gibt es kein Zurück. Okay. Oh, hi. Das ist hier in diesen engen Katakomben, aber nicht cool. Scheiße, ich habe den Schild nicht hochgehalten. Das ist jetzt auch eine kleine Umstellung. Ich habe halt vorher die ganze Zeit mit zwei Schwertern gekämpft. Jetzt muss ich mich erst wieder daran gewöhnen, dass ich ein Schild in der Hand halte. Aber ich denke, das wird mir relativ schnell gelingen. Wenn man mit zwei Waffen kämpft, muss man eher ausweichen und mit dem Schild in der Hand kann man auch mal einen Treffer abblocken. Vor allem, wenn ich den hier habe. 70% ist schon nicht schlecht, du Sack. Und ich finde das auch cool, wie sie die Schilder hier ausstatten. Was ich damit meine, ist zum Beispiel hier diese ganz fetten Schilde, die auch viel wiegen. Die haben eine gute physische, eine gute Blockabwehr, ne? Und hier diese eher kleineren Schilde, die nicht so viel wiegen, wo du nicht so viel dann in Beständigkeit investieren musst, die haben nicht ganz so viel. Finde ich cool. Hat was von Realismus. Also, dass ein dicker Schild mehr blocken kann als ein mittlerer oder kleiner. Okay, da kann ich zurückgehen. Da ist, glaube ich, ein Item, was ich gesehen habe. Eine neue Wurzel, das ist ein anderer Ring. Ja, Ringe austauschen ist jetzt so eine Sache, ne? Den darf ich nicht austauschen und höchstens den. Das ist den, den ich gerade gefunden habe, ne? Ja, der ist das, glaube ich. Okay, das ist für Umbra-Zauber. Mit anderen Katalysatoren. So. Okay. Wo führt mich das hin? Kenne ich diesen Ort? Ah.
Hier bin ich. Okay. Macht nicht so viel, ganz viel Sinn, ne? Oder habe ich hier jetzt noch was übersehen? Einen anderen Weg? Ich glaube nicht, ne? Das ist von den Gegnern, ne? Ja. Ah, Moment, hier geht's noch weiter. Hier ist ein Setzling, aber dank des Shortcuts. Okay, du musst da unten nicht so viel neu machen. Ist das auch ein Shortcut? Fragezeichen? Ja. Den kenne ich, glaube ich. Ja. Das ist der unten da in der Mine. Okay. Haben wir schon mal einen? Es sind noch zwei oder drei übrig. Mal gucken, ob wir die noch auffinden werden. So. Hier war nur die Leiter. Dann können wir den anderen Weg weiter folgen. Wo war der? Hier, genau. Hier wäre vielleicht Wasser gewesen, weil da so ein Wasserrohr ist, ne? Ja, hier ist Wasser abgeflossen, das wäre bestimmt... So, jetzt komme ich nach unten. Aber ich komme nicht wieder zurück, das ist es halt. Ich will mir kurz nur was angucken. Ach, ich komme gar nicht zurück, stimmt. Mit dem Shortcut komme ich zurück. Okay, ja, macht auch Sinn. Ich habe nichts gesagt. Er macht absolut Sinn. So, dann will ich mal kurz nach draußen. Ich bin hier reingegangen. Aber ja, das ist sehr tief. Okay. Dann musst du hier zuerst hin. Und dann musst du das Wasser ablassen. Ansonsten kommst du hier nicht durch. Und dann kann man hier weitergehen. Okay. Ah, hier ist noch mehr Wasser. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Ventil. Um das Wasser noch tiefer abzulassen. Halt den Schild schon mal oben. Ich habe böse Vorahnungen. Drei Stufe, zwei Steine. Ich kann mir mittlerweile unendlich nachkaufen, deswegen bin ich nicht mehr ganz so heiß auf diese Steine. Stufe 3 ist natürlich eine andere Sache. Munitionstasche und Mana-Steine. Okay, neues Gebiet. Interessant. Kann ich da runter? Ja, ne? Eine Statue, um zurückzukommen. Gleich an Anfang, okay. Ja, falls man durch Umbra hier hingekommen ist, ne? Hier kann man abstürzen. Aber irgendwie sind hier keine Gegner. Ich habe das erst für eingehalten. Nochmal, das ist nur... Man kann das Feuer anzünden. Okay. Ne, es ist ein normales Item. Seltsamer Tagebucheintrag. Ja, vielleicht finden wir was hier jetzt heraus. Warum hier?
Das sind alles Karten. Da ist der seltsame Tagebucheintrag. Teile dieser Notizen und Skizzen wurden scheinbar nicht mit denselben Sicherheit als sonst angefertigt. Tacticus Text wird gelegentlich zu Clowderwäsch. Zahlreiche Augen wurden hastig hingekritzelt. Im Zentrum steht die Zeichnung eines gähnenden Abgrunds. Okay. Setzling setzen oder nicht? Ja, ich mach mal erstmal normal weiter. Was passiert, wenn ich das Feuer anzünde? Ist das sowas wie in Dark Souls 2? Einfach nur, um das hier heller zu machen. Wehe, die Brücke fliegt auseinander. Okay. Ich traue dem Braten hier noch nicht wirklich. Das hat echt was von Dark Souls 2. Dann weißt du, wo du schon warst und wo nicht. Bitte kein Loch reloaded, ne? Ah, da ist der erste Gegner. Ne? Kein Loch reloaded. Das will keiner von uns. Okay. Sind aber Gegner da, aber auf engen Raum natürlich, was nie schön ist. Zwei große Steine. Schmeckt mir. Noch ein und ich kann mein Schild aufwerten, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Talisman und Peter sehe ich als wichtiger an. Er macht ja immerhin schon eine Blockabwehr von 70%, was einiges ist, wenn man das mit den kleinen Schilden vergleicht. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Da war eine Brücke für Umbra, ich habe das gesehen. Gehe nach ganz unten, aber. Ja, dann gehen wir doch erst oben lang. Und vielleicht hätte ich den Setzling setzen sollen, weil es sieht so aus, du bekommst hier keinen. Kann ich. Oh. Ich bin irgendwo runtergefallen und da ist jemand. Ja, und jetzt? Wie komme ich wieder hoch? Soll ich runterspringen? Ist das so gewollt? Ich schätze mal. Ach, ich kriege gar keinen Fallschaden. Boah, irgendwie kommt mir das. Es ist ein bisschen düsterer als in Elden Ring, aber die Minen von Elden Ring. Von diesen Spitzhackengeräusch. Ne? Genau das gleiche. So. An das Item kommst du ran, ne? Oder? Muss ja gehen. Ist ein Kraftschädel nur. Ich muss rüber, ne? Nee. So, jetzt will ich mal den Zauber von Peter ausprobieren. Oh, da kann ich zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ich diesen komischen Tritt abblocken kann. Deswegen. So, gib Ruhe. Eine weitere Rune. Schaufelkopf. Hier kann ich eine Fackel anzünden. Das ist, glaube ich, einfach dazu da, um festzustellen, wo du warst.
Oh, nochmal zwei große Steine. Ich glaube, diese Mine lohnt sich. So. Wenn ich nochmal vier andere finde, dann kann ich nämlich Peters Waffe auf Stufe 4 machen. Das sind leider nur Stufe 2. So, Abkürzung nach unten nehme ich an. Ist das nur Dekoration? Sieht so aus. Ja, zurück komme ich nicht mehr ohne in Dings. Ich nehme an, die Leiter führt nach unten. Folge machen wir auch ein klein wenig länger, weil ich am Anfang so viel geblabbelt habe mit dem Schwert, was wir jetzt verändert haben. Aber es war mir halt ein Anliegen, dass ich nicht, dass ihr beim Aufwerten auf einmal seht, hä? Warum hat der auf einmal 35 oder 36 Strahlen und nur noch 25 Stärke? Der hatte doch 35 Stärke, wie kommt das? Man kann halt bei den Typen, der die Bosswaffen verkauft oder eintauscht, kann man so ein Ding finden und das kann man dann bei der Typ Tussi, die Kreuze aufwertet, benutzen und dann kann man umskillen. Aber dieses Teil, das soll es auch in der Spielwelt zu finden geben, wahrscheinlich später dann. Aber man kann es einmalig in... von dem Typen Mogu oder wie er heißt, kaufen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es war eine gute Entscheidung, ne? Also vom Movement finde ich es jetzt besser. Mal schauen, ob ich noch andere Waffen finden werde. Ich bin ja nicht komplett auf Strahlen gegangen. Ich habe ja noch 25 Stärke. Also wenn wir gute Waffen finden, die Stärke und Strahlen benötigen, kann ich ja immer noch switchen. So, aber ist das jetzt hier eine Sackgasse? Hier war die Leiter. Ne, hier geht's weiter. Hier kann ich wieder einen Setzling setzen. Ich habe noch drei Kreuze. Du kommst da relativ fix hin, ne? Ja, wir gehen weiter. Ich bin geizig, ne? Ich habe davon 5, okay. Die kann man aber bei Mogu auch unendlich nachkaufen. Die kosten bloß 2,5, ne? Ist halt ein stolzer Preis. Wobei das mittlerweile egal ist, denke ich. Irgendwer hat auf mich geschossen. Von wo? Von da oben, okay. Hallo, visier den an! Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? So, jetzt. Der kann sich unsichtbar machen. Sehe ich das richtig? Und jetzt bin ich vergiftet. Moment, ich muss kurz mich in Sicherheit bringen, weil ich das nicht auf dem Quickslot habe. Und mach die da weg, die Nerven. Wo ist er hin? Da. Du bist ein Drecksack. Unsichtbar, ne? Das ist eine miese Taktik. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt habe ich alle meine Kreuze verballert. Gehe ich zurück, um den Setzling zu setzen? Oh, oh. 6. Also, wenn ich den nächsten Setzling finde, dann setze ich ein. Aber es gibt hier unten irgendwie keine Überreste. Sehr merkwürdig.
Irgendwo ist ein... Anvisierung wegnehmen. Ja, der ist auch geboostet. Ich muss wissen, wo der Typ ist. Ah, da. Ja, lass mich den doch wegnehmen. So. Einer? Dahin. So, jetzt. Ja, das habe ich mir gedacht. Zwei Geister also. Oh, sehr gut. Das kann ich gut. Irgendwie ist hier ganz schön viel los. Obwohl ich noch nicht lange hier bin. Das ist ein Fahrstuhl. Und das ist ein Fahrstuhl, der nicht funktionieren wird, oder? Nope. Aber das ist ein Fahrstuhl. Wo bringt der mich hin? Zu einem Überrest hoffentlich. Dann wird das Setzling-Geizen sich ja rentieren. Der fährt ziemlich hoch. Okay, wo bin ich hier? Ein Shortcut, der mich in die Mine führt. So viel ist sicher. Verzweiflung des Bergmanns. Ist das ein Talisman? Nein. Ring? Auch nicht. Okay, dann können wir das in der Dings... Ah ja, das ist da, wo der Typi stand. Okay, alles klar, Leute. Dann werten wir gerade noch auf. Und beenden dann die Folge. So, was wir jetzt machen, wir ballern alles in Strahlen. Ist jetzt mein einziger Schadenswert halt. Ich denke mal, wir gehen auf 50 Strahlen und dann ziehen wir Beständigkeit und Vitalität vielleicht ein bisschen nach. Vielleicht sogar auf 60 Strahlen. Cap, wo es... wo der Schadensbonus dann sehr, sehr gering ist, soll 75 sein. 75 oder 80, ich weiß es nicht genau. Aber egal, Leute, wir sind beim Ende der Folge, machen beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.